herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Oh, ja, neuer Morgen, neues Glück. Ich muss hier mal meine Paletten zum Metzger bringen. Ja, Lenkrad hat mal wieder keinen Anschlag. Hallo? Jetzt. Gut, dann. Moment, halt, stopp. Falscher Gang. Dann fahren wir mal die Paletten zum Metzger. Moment, sind da alle? Einer die Schläuche weggemacht, die Helden, ey. So. Dann bringen wir... Ah, warte mal, wir könnten noch kurz gucken. Wie viel... Ob wir hier noch Hackschnitzel haben. Ah, die habe ich ja rausgekippt. Stimmt ja, da war was. Okay. Oh, da ist wieder ein Haufen Zeug da, ey. Da auch. Ich glaube, wir müssen uns bald mal das Lager da hinten kaufen, dass wir hier ein bisschen Vorrat anlegen können. Also das da hinten. Müsste ich gerade mal gucken im Grundbuch, was das kostet. 34.000. Nee, 65.000. Okay. Ja, 70.000 werden es wahrscheinlich auch wieder werden. Aber das... muss ich dann mal gucken, dass wir uns das vielleicht noch holen. Damit wir ja einfach die Paletten auf Vorrat produzieren können, dann können wir Leerpaletten einlagern, Bretterpaletten, Holzkohle und Holzscheitpaletten. Das wäre, denke ich, auf jeden Fall sinnvoll. Weil ich denke, demnächst wird es richtig rund gehen. Wir haben ja letzte Woche gehört von den Blaubeeren, was die sich alles Neues noch gekauft haben. Da werde ich bald ins Struggeln kommen, was Paletten angeht. Dass ich die alle produziere. Und ich brauche auf jeden Fall einen Wald vorher. Das sollte ich vielleicht vorher machen. Also mir einen Wald kaufen. Damit wir hier genügend Holz auch Nachschub haben. Ich glaube, ich sollte mal den Traktor waschen. Der ist ein bisschen dreckig. Mal, dass das alles hinten auf dem Anhänger drauf bleibt und ich nicht unterwegs irgendwas verliere. Auch am überlegen, ob wir noch mal... Ah, nee, wahrscheinlich erstmal nicht. Noch mal ein paar Schweine zur Mästung geben. Ich denke, wir werden jetzt erstmal die paar, die wir haben, verarbeiten. Und dann weitersehen.
sind wir gleich da. Ich habe gedacht, ich hätte Paletten verloren. Können die jetzt gar nicht abgeladen werden, oder wie? Dann habe ich aber ein kleines Problem. Mist. Was mache ich denn jetzt? Ah nee, ich bin auf dem falschen Ding. Jetzt dachte ich schon. Warte mal, hier müssen die drauf. Aber auch nicht, oder? Och nee, bitte, bitte, geh doch. Handbuch. Was machen wir denn jetzt? Probieren wir mal so rum.
geht nichts raus. Oh nee. Haben wir zumindest die Leerpaletten mal abgeladen. Ja, ich hätte eigentlich natürlich die Bordwände wegmachen können, aber ich war zu faul. Das ist halt jetzt meine Strafe, ne? Ach ja, Mai. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, servus. Ja, moin. Wie viel Uhr haben wir? Wieso? Also so, ich wollte wissen, ob du schon offen hast. Ja klar, habe ich offen. Ah, gut. Hast du... Ich hab nur um die Uhr offen. Das ist gut. Hast du irgendwas mit Telelader oder sowas? Telelader? Irgendwas, ich stehe... Anders gefragt, was genau brauchst du? Weil ich habe irgendwas mit Frontladergabel. Gabel habe ich jetzt nicht, ich habe nur Radlader. Radlader mit Schaufel haben wir. Ja, ich stehe beim Metzger und mein Anhänger lässt meine Paletten nicht los. Weißt du, ich müsste die Anhänger, wobei, also weißt du, das Problem ist, ich habe ja Bordwände... Oh Mann, das ist so laut hier, ey. Warte, ich gehe mal gerade. Ich habe halt Bordwände auf dem Anhänger und krieg meine Paletten nie gerade nicht runter. Ist schlecht. Ja, könnte man so sagen. Weiß nicht, ob die Schaufel hilft. Also ich hatte jetzt oder keine... Irgendwas, wo man den Anhänger ein bisschen kippen können oder so. Mit der Schaufel wird das gehen. Wer redet denn da immer rein? Ah, weiß auch nicht. Mit Funk. Ja. Mit der Schaufel müsste es eigentlich gehen. Jo, kommst du vorbei? Ja. Gut. Vielleicht ein anderer. Mal schauen. Okay, dann erstmal bis gleich. Ja, bis gleich. Tschö. Tschö. Ah, Mist, ey. Hätte ich auch dran denken können, ne? Aber nee. Aber hoffentlich kommen die schnell, ey. Ich habe keine Zeit. Hier noch. Also ich brauche auf jeden Fall hier irgendwie mal überlegen, vielleicht hatte Neumann ja ein gutes Angebot für einen Gabelstapler oder so, dass wir hier irgendwas herstellen. Aber das müssen wir dann später mal mit ihm klären. Für heute ist erstmal Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder einen Kommentar da lasst. Und schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.